Ich habe mal wieder ein paar interessante Neuigkeiten für euch. Schauen wir kurz in den Shop rein, denn der kommt jetzt hier in ganz genau 6 Stunden und 35 Minuten. Ich bin dann später wieder live, so gegen 21 Uhr, und warten dann wieder gemeinsam auf die Shopleaks. Falls ihr neu da seid, gerne ein Abo da lassen. Danke für euren Support. Epic Games hat heute mal wieder ein kleines Update veröffentlicht. Da war eigentlich nichts Besonderes drin, außer dass ein paar Turnierregeln aktualisiert worden sind. Und man sieht es jetzt schon hier in den Neuigkeiten, dass die 3 exotischen Waffen jetzt an andere NPCs verteilt worden sind. Und zwar schauen wir uns das Ganze an, denn die Lexa hat die Sturmsniper an den Maeve-Skin gegeben. Bei dem Kohle-Skin gibt es auch eine Änderung, und zwar hat der seine Dualpisteln an den Deadfire-Skin gegeben. Wo ist denn der jetzt? Wo ist der Deadfire-Skin? Ganz genau hier. Die Pistolen kann man dann also nur noch beim Deadfire-Skin kaufen. Dann gibt es eine weitere Änderung beim Mancake-Skin. Wo ist der Kollege? Müsste der hier sein. Der hat seine Pistole mit Zielfernrohr zu Grimby gegeben. Und zwar müsste das ganz genau dieser Zwerg sein, oder? Wo ist der mal wieder? Ganz genau hier. Der hat jetzt die Pistole mit Zielfernrohr, das heißt, ihr könnt das Ganze nicht mehr bei Mancake kaufen. Das sind jetzt hier diese 3 Änderungen und betrifft insgesamt diese 3 Waffen. Das waren jetzt hier so die Änderungen, und Epic Games hat auch angekündigt, dass nächste Woche ein Update kommen wird. Wann genau, wissen wir nicht, aber es wird zu 100% nächste Woche kommen, entweder Dienstag oder Mittwoch. Ich bin gespannt, was da so alles neu drin sein wird. Vergesst nicht, irgendjemanden im Shop einzutragen, falls ihr mich unterstützen wollt. Danke für den Support, und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Video.